und das 17. Türchen des Adventskalenders heute mit einer Rapid Review zu dem Manga Toshi Densetsu Hanako-san, und zwar von Minari Tokuichi, sein neuester Manga. Mit Hanako gibt es ja viele Manga, weil es sich natürlich um Hanako von der Toilette dreht. Der Titel heißt auch so viel wie Die urbane Legende von Hanako-san. Und es geht damit los, dass der Putzmann Taniguchi und sein Kollege, die sollen halt so eine öffentliche Toilette sauber machen. Und als sie auch so dabei sind, sieht Taniguchi an der Tür sowas, eingekratzt kann man sagen. Und zwar, wie man Hanako beschwört. Er gibt da anfangs nicht so viel drauf, probiert es dann allerdings doch mal aus. Und tatsächlich auf einmal taucht Hanako auf. Diese ist anfangs gar nicht mal so begeistert, nimmt auch so eine Monsterform an, wo sich ihr Kopf verändert und will Taniguchi angreifen. Denkt dann aber auf einmal, dass er sie daten will und ist auf einmal gar nicht mehr drauf aus, ihn zu töten. Währenddessen wird Taniguchis Kollege von Yosuke angegriffen. Und Yosuke ist eine andere Gestalt aus diesen urbanen Legenden, nämlich das männliche Gegenstück zu Hanako. Hanako ist die bekannteste Version. Es gibt allerdings in einigen Regionen von Japan auch Yosuke. Und das ist halt Hanako nur in männlich. Und dieser greift Taniguchis Kollegen an. Taniguchi eilt zur Hilfe und verpasst dem Yosuke auch einen ordentlichen Schlag ins Gesicht. Allerdings, Yosuke ist halt auch ein übernatürliches Monster und gegen das hat Taniguchi halt einfach keine Chance. Zum Glück ist allerdings Hanako da, die mit einer Pistole den Yosuke dann einfach mal erledigt. Und damit endet das erste Kapitel auch. Genau, es ist das erste Kapitel, neuer Manga von Minari Tokuichi nach langer Zeit, wobei es tatsächlich schon mehrere Kapitel gibt, der wird online auf Line veröffentlicht. Und sehr, sehr unterhaltsam. Interessant ist, das ganze Kapitel war in Farbe. Das ist das erste Mal, dass Manga von Minari Tokuichi komplett in Farbe gehalten ist. Es gibt auch schon mehr als ein Kapitel. Der Manga wurde scheinbar sehr schnell veröffentlicht. Am 13.12. ist er rausgekommen. Dort wurden dann allerdings bereits schon mehr Kapitel veröffentlicht. Kapitel 1, was auf Line in zwei Teile aufgeteilt ist. An sich kann man sagen 4 Kapitel, jedoch sind es 8 Kapitel auf Line. Was daran liegt, dass Line einfach mal die Manga-Kapitel immer in zwei Teile aufteilt. Das nächste Kapitel wäre dann mit Kuchisake Onna und das dritte wäre dann mit Mary-san. Das sind alles halt Charaktere aus urbanen Legenden. Eine wirklich sehr, sehr interessante Idee. Taniguchi und Hanako sind natürlich auch immer mit dabei. Das sind ja die Hauptcharaktere. Das Zeichen von Minari Tokuichi ist einfach mal wieder top. Wobei es etwas ungewohnt ist, tatsächlich den ganzen Manga in Farbe zu sehen. Aber er sieht gut aus und ich hoffe sehr, dass der Manga auch nochmal in gedruckter Form erscheint. Das letzte Werk von Minari Tokuichi, die Sommerzeit des Elfenforschers, das erschien ja leider nicht als Sammelband und das war ganz normal schwarz-weiß. Das scheint aber auch irgendwie pausiert oder abgebrochen zu sein. Ich hoffe mal, da geht es noch weiter, dass da auch nochmal ein Sammelband rauskommt oder ist eine kleine Reihe wert. Und natürlich auch, dass Hanako-san als Sammelband herausgebracht wird. Das wäre natürlich ganz schön, weil es wirklich ein guter Manga und Minari Tokuichi ist sowieso top. Wie es aktuell auch aussieht, scheint Toshi Densetsu Hanako-san nicht in der Welt von Ashiraya Shigeno Yunitachi zu spielen. Was auch interessant ist, weil damit wäre das der erste Manga von Minari Tokuichi, der nicht in dieser Welt spielt. Aber vielleicht erfährt man da in den anderen Kapiteln noch etwas mehr drüber. Mir gefiel es jedenfalls sehr, sehr gut. Schöne Zeichnungen. Hanako sieht wirklich süß aus. Und von mir eine ganz klare Empfehlung und wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder.